Ich hab gedacht, das ist Kampfmusik. Bin gerade so erschrocken, haben wir gerade was genetzt ab. So, dann öffnen wir hier mal. Was ist denn hier los? Ah, du willst es wissen? Du willst es auch wissen? Irgendwo ist da noch einer, der es auch wissen will. Ah ja, hier. Boah. Okay. Gut, dann gehen wir mal da rein. Ach so. Ne, ich wollte springen. Ist ja nice, ein ultra langsamer Fall. Ich glaube, dass wir hier tatsächlich viel mit dem Orni machen müssen, den wir noch nicht haben. Und Delta Preisschwert. Ah, ja. 49. Dann kommt das auf den Boden. Schauen wir mal, wo wir hingehen können, aber ich glaube, wir müssen da halt wirklich später nochmal retour kommen. Wenn wir von den Dingen die Kraft haben. Ich glaube, da müssen wir den Wind wahrscheinlich. Oder? Müssen wir da irgendwie den Wind reinblasen? Ich kann mir vorstellen, dass sonst nicht viel passieren wird. Hauptsache Holzpfeile. Ah, da fragt sich halt, wo das Dorf der Orni ist. Kriege ich da was Gutes? Holzpfeile. Der Wind trägt die Sachen schon äußerst weit. Schauen wir noch auf die andere Seite und dann werden wir uns auf die Suche nach dem Dorf begeben. Ich glaube, wir sind ja einfach viel zu früh. Ah, es war so verlockend. Damn, es ist halt so viel näher als das Dorf der Orni. Was halt cool wäre, ist, wenn ich etwas finde. Ah, da vorne. Genau den habe ich gesucht. Dann kann ich den aktivieren und dann brauche ich da nicht nachher nochmal hoch das Ganze machen. Sondern ja, eventuell. Was? Oh no. Okay. Wir müssen nochmal hoch. Ich wollte gerade sagen, ja, wir können uns hoch teleportieren. Das hat sich soeben erledigt.
Kannst du schneller schmelzen? Danke. Ja, viel zu viel gute Waffen. Ich brauche eh einen neuen Bogen. Den kann ich jetzt zerbrechen lassen. Sehr schön. Oh, nice. Gib mir dein Zeug. So. Und Eingang zum Windtempel, ja? Ja gut. Keine Ahnung, in welche Richtung jetzt das Dorf der Orni ist. Den Windtempel können wir nicht aktivieren. Oh. Oh. Kommen wir da theoretisch gar nicht mehr so raus? Das ist natürlich eine andere Art von Ärgernis. Oh. Da kommen wir zumindest noch rein. Also ich glaube, wir haben dann eh schon alles aufgemacht, was wir aufmachen können. Dann müssen wir uns eben hinaus teleportieren. Ja. Massiver Schild, 50, Haltbarkeit erhöht. Dann müssen wir uns sowieso raus teleportieren. Also wenn wir so nicht wegkommen, bleiben wir uns jetzt nichts anderes übrig. Ich glaube, das ist der nächste Schrein. Ich weiß gar nicht sagen, welcher der nächstgelegene war. War schon so lange her wieder. Das ist nicht lange her, aber es ist soweit so unübersichtlich. So, yes. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt Richtung Blau.
Moment, Richtung Blau haben wir schon abgeschlossen, oder? Also, wenn wir das markiert haben. Wir wollen Richtung... Richtung Grün wollen wir eigentlich. Genau. Zu den beiden. Da ist noch eine Berghütte. Der sieht auch. Der sieht irgendwie anders aus da unten. Hat der irgendwie. Steckt der am Baum drin? Ich wusste, oben auf der Spitze ist einer. Nice. Da unten sind Moblins, da unten ist was. Aber wir fliegen mal zum Schrein. Dann weiter zum Turm. Und dann wissen wir hoffentlich... Ah! Ach, da vorne ist das Dorf der Orni. Nice, da ist es. Sahirova-Schrein. Eigentlich vom Design her ziemlich brutal, dass zuerst dieser Turm kommt, eigentlich hochklettern kannst. Also ein bisschen weird. So geplant ist. Uah. Okay. Wahrscheinlich ist da drüben dann die Truhe. Ja, hinter mir geht das auf. Kälteschutz. Ja. Sicher nicht schlecht. Und irgendwo einsetzbar.
Uff. Ach ja. Easy. Und jetzt kommen irgendwie beide oder so. Okay. Ich schätze mal, das war sogar so geplant. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Anders kann ich es mir wirklich nicht vorstellen. Oh, Besucher dieses Bannenschreins, der das uralte Böse versiegelt. Der gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Nice. Dann weiter zum Turm. Let's go. Dann weiter zu den Orni. Nach. Das ist einfach so brutal, wenn ich darüber überlege. Irgendwie gehen alle zuerst zu den Orni. Das ist so instinktiv, weil am Anfang wird gesagt, ja, man würde dir empfehlen, zuerst dorthin zu gehen. Und ich denke mir so, nee. Ich hatte irgendwie voll Bock auf Goronen am Anfang. Also bin ich zu Goronen gegangen. Von den Goronen weiter zu den Zora und dann zu den Orni. Aber als letzte kommt die Gerudo. Ich weiß noch nicht, warum ich die Gerudo jetzt zum Schluss mache. Vielleicht einfach, weil die Map halt sehr viel Wüste hat. Und ich mir vorstellen kann, dass da halt sehr viel zu laufen ist. Also normalerweise wird es für einen Gerudo so sein, dass ich der Großteil der Map, also die Schreine, am Rand verteilen. Wodurch die Laufwege wesentlich länger werden. Turm am Karuga-Pass. Let's go. Und abheben. Ich überlege gerade, wir könnten uns eigentlich nachher in den Windtempel hoch teleportieren, bis zum Schrein zumindest, ja? Aber ich weiß nicht, ob der Char, den wir da bekommen, nicht irgendwie den Weg laufen muss. Ob der nicht irgendwie die Story oder so triggert dann. Deine Oberfläche gerade wurde aktualisiert. Jetzt haben wir alles da fertig. Deine Himmelskarte wurde aktualisiert. Oh, hier links von mir, das sind Sachen. Wir bewegen uns mal in Richtung dieses Schreins, aber nachdem da unten ein Blockkonstrukt ist, bewegen wir uns zuerst zu dem. Noch ein Drache. Uiuiui.
Oh, schon besiegt? Das ging aber schnell. Kann nicht schaden. Wenn ich mit dem Schild kämpfe, das auch Schaden macht. Schaden. Kann nicht schaden, mit dem Schaden zu kämpfen. Ja. Yeah. Sorry. So, was haben wir denn hier? Aha, aha, aha. Ja, damit können wir fliegen. Da ist ein Gate, da ist eine Truhe. Das heißt, hier gibt es eine Schatzkarte. Nice! Habe ich schon... Nein! Habe ich sogar schon... Hier. Flammenwerfer. Sicher später auch brauchbar. Geht die Chili eigentlich auch? Ja, cool. Ja, ich kann nicht auch jedes Objekt draufwerfen. Dann werfen wir einen Heißluftballon. Dann schauen wir einmal drüben rein, was es hier gibt. Und dann gehen wir in den Schrein. Noch ein Schrein. Gute Folge. Zwei Schreine und ein Tower. Ist ja nice. Große, nein, nehme ich die kleine. Haben wir denn irgendwo die kleine? Ja. Ja, genügend kleine haben wir. Give it to me. Nice. Zeitbomben. Also mit denen habe ich halt noch gar nicht gearbeitet, ja. Das müsst ihr mir halt wirklich noch ansehen. Ijo-O-Schrein. Werfen wir mal einen Blick rein. Nicht nur Verteidigung. Uah! Puh.
Plötzlich kommt er da angerannt. Das wäre natürlich tricky, wenn das gehen würde. Nur so ganz dezent irgendwo hoch. Die sind alle schwach, die Gegner. Ich weiß schon, ich muss mich dann da eigentlich schützen und das Schild als so Schild nehmen. Wieder eine richtig coole Aussage, oder? Schild als Schild nehmen, so wie Schaden machen. Manchmal geht's mit meinem Brain ordentlich durch. So, da kann jetzt ein bisschen fusen. Oh, nice. Einfach auf jeden Schild drauf. Eigentlich noch Waffen, wo ich es draufhauen könnte. Ich werde neugierig. Ja. Ist okay. Ist okay. Kann man so lassen. Gib mir die Kugel. Einen noch. Ah, einer ist sowieso noch dort bei den Orni, haben wir gesehen. Dann können wir uns den noch holen und dann haben wir wieder 4 Leben, die wir uns holen können. 4, 8, 12, 16, ja, 4. 4, das ist gut. Nice. Du. Klingt wirklich so ein bisschen wie eigentlich so eine alte Melodie. Ich finde das ein bisschen schade. Sie hätten das vielleicht ein bisschen mehr einbauen können, so alte Melodien noch ein bisschen mehr. Aber das ist halt so bei mir der Nostalgiefaktor. Der kickt dann immer.